Pokémon. Pass auf, ich bin nach der Mega-Entwicklung gegangen. Die Mega-Entwicklung von Flamly sieht einfach am besten aus. Und Hydropie sieht am Ende aus wie ein Anabolika-Frosch. Und Gekkabor hat einfach nur 6 Pickel auf dem Rücken. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard Empire zusammen mit dem Lobi. Hallo! Und dem Nefi. Hallo! Und dem Gori. Und dem Gori. Oh. Still die Folge. Und eine Pizza im Ofen. So. Ich dachte, eine Pizza im Ofen. Nee, eine Pizza im Ofen. Ja, ja. Und was geht bei euch so? Stress. Gerade nicht viel. Einfach Stress. Stress. Ihr müsst wissen, also zumindest zählt das für Goro und mich, wir nehmen das jetzt gerade eben für euch auf, mal eben so zwischendrin. Zwischen Tür und Angel. Zwischen Tür und Angel. So, weil ja, der Goro. Der hat den ganzen Tag nichts vor. Ja, aber Goro. Ja, ich arbeite nicht, ich tu nichts, ich gammel die ganze Zeit zu Hause rum. Ich bin fett. Was hat das eine dann mit dem anderen zu tun? Ist er für das Fett gerade echt näher ans Mikro gegangen? Ich bin fett. Ich bin ja fett. Das ist so. Krass. So. Yo. Ach nee, komm. Nee, jetzt ist gut mit den YouTuber nachmachen hier. Ich hab mal so eine Frage, krieg ich was zu essen von euch? Klar. Rotten Flash kannst du haben. Okay, ich komm rum. So. Achso, was kosten hier, was kostet ein Rucksack? Komm, was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Also, ich nehme 3 Stück. Deinen Rucksack, möchtest du ihn wieder haben? Nee. Okay, dann nicht. Den hast du angefasst, den wieder. Nee, der riecht nach dir. Wenn ich den anziehe, will meine Mama wieder mich nicht mehr mit mir reden. Das ist wieder. Der riecht nach Lobby. Nach Lumpen. Nach Lumpen. Alten Lumpen. Guck mal, der Vorteil ist, wenn mir jetzt ein Huhn entwischt, dann wird das gute Dienste. Goro, hast du Leder? Weiß ich gerade nicht, ich habe gerade ein paar Hühner gepaart. Ich brauche 2 Leder. Ja? Oh, guck mal, da ist wieder ein Huhn entwischt. Ja, ich ist ja mal das Fell abziehen. Da. Vielleicht ab in den Hühnerkäfig mit dir. Wie er sich freut. Ob ich Leder habe? Warte, ich guck mal nach. 2 Leder. Bei Leder. Leder. Ledernacken. Leder. Irgendwie ruckelt das Spiel bei mir heute. Wieso habt ihr zurzeit alle Probleme? Bei mir läuft's flüssig. Na, es mag bei mir dran liegen, dass der Rechner halt seit 7 Uhr läuft. Boah, XP, geil. Warum läuft dein Rechner denn seit 7 Uhr, lieber Nephius? Damit die Pokémon-Folgen Schleichwerbung online gehen konnten. Ja, jetzt ohne zu spoilern, weil die Folge kam ja gestern. Wieso hast du Flamly genommen? Weil ich Feuer-Pokémon mag. Gekkabor. Wieso haust du vor mir ab? Achso, ich dachte, ich soll drüber zu dir. Ich hab Gekkabor genommen. Gekkabor ist auch das coolere Pokémon. Pass auf, ich bin nach der Mega-Entwicklung gegangen. Die Mega-Entwicklung von Flamly sieht einfach am besten aus. Und Hydropie sieht am Ende aus wie ein Anabolika-Frosch. Und Gekkabor hat einfach nur 6 Pickel auf dem Rücken. Und? Gekkabor ist geil. Gekkabor wäre aber meine. Nee, Hydropie wäre meine Zweitwahl geworden, glaube ich. Achso, ich habe damals in der Edition Gekkabor genommen, deswegen. Aber das ist bei mir immer so Situation. Also gerade finde ich Feuer wieder cooler. Wenn es einen Glumanda gäbe, würde ich natürlich Glumanda nehmen. Ja, da hätte ich halt dieser Sammler. Ich bin ja meistens der Blatt-Pokémon-Typ. Du bist also der am Anfang immer rumnoben muss mit dem Pflanzen-Pokémon, ja? Okay. Meistens. Und dann haben sie irgendwann eingeführt, dass die erste Arena Stein ist. Die erste Arena war ja immer Stein. Nee. In Rot war sie Stein. In der zweiten Edition war es Flug, glaube ich. Jetzt reden wir über Pokémon okay. In Minecraft. Das ist auch mal was Schönes. In der zweiten Edition war das doch, Flug. Nee. In der zweiten? Was ist denn die zweite für dich? Hier, Johto. Johto ist Gold-Silber, ne? Ja. Nee. Doch. Was doch, war das? War recht. Ich glaub, die erste das war eine Flugarena. Auf jeden Fall war in Rot und Gelb und Blau die erste Stein. Da ist die erste Stein, das stimmt. Das ist noch Rocco gewesen, oder? Genau. Genau, Rocco. Aber in der zweiten, also in Johto, in Gold und Silber. Da war sie Flug? Da war es Flug, ja. Das ist so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich aber noch. Ich habe ja mit Gold aufgehört. Das sind Ewigkeiten. Die dazwischen liegen. Ich habe Rot und Gelb gespielt und dann habe ich Gold gespielt und dann habe ich aufgehört.
Ja? Ich hab dann nochmal Ja, danach hatte ich irgendwie nie die Lust, mir die Edition zu kaufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das war irgendwie weg. Rubin und Saphir waren mit die besten Editionen. Maragd. Hab ich gesucht. Und ich habe ja auch diesen Rubin-Saphir-Hype jetzt eigentlich nicht. Ich freue mich halt über ein neues Pokémon. Das ist ja echt cooler geworden, weil sie die Engine noch alles cooler gemacht haben. Ja, natürlich, aber ich finde Rubin und Saphir waren so die. Und ja. XY fand ich halt cool, weil es mal wieder was komplett Neues war. Das stimmt, aber ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu matschig so. Zu französisch. Ja, das war. Ja. Nein, ich weiß nicht, das ist so. Das war das passende Wort. Das sind so viele neue Pokémon und so krass viele. Das war das Problem Pokémon mit mir irgendwann. Ich hab irgendwie ab Saphir und so dachte ich mir, was sind alles neue Pokémon, ey. Und, oh. Da dachte ich, für so eine Nähe ist zu stressig. Da hab ich ja dann den XY gemerkt. Ich hatte keine Ahnung von den Viechern. Als ob ich noch nie Pokémon gespielt hätte. Ich hab mir alle gemerkt, bis Diamant oder. Ach, Diamant hab ich auch überhaupt, ey. Da hab ich noch nichts von gespielt. Doch, da hatte ich auch Diamant. Und dann hat meine Sucht aufgehört vom Pokémon. Aber Pokémon ist heute immer noch schön. So viel nebenbei. Ja. Aber ich spiele es meistens nur einmal durch bis die Top 4, bis ich alles gemacht habe, alle Legendären gefangen habe und dann ist aber auch Schluss bei mir. Ja. Ich glaube, das ist Standard. Ich finde die Legendären immer scheiße. Shit, ich habe was vergessen. Aber jetzt doch nicht. Rayquaza, Groundon. Kyogre. Apropos Legendären, für Smash kann ich mir Mewtwo downloaden. Oh. Gab's den nicht früher auch schon? Ja, aber der kommt jetzt als DLC-Charakter und wenn du die 3DS-Version und die Wii U-Version hast, dann kriegst du den gratis. Hab ich ja noch nicht mal. Ich hab noch nicht mal eine Wii U. Wii U. Ja, ja. Nix geschafft, nur rumgelaufen und ich hab meinen Zauberstab vergessen, deswegen muss ich nochmal nach Hause. Toll. Ich baue schön. Ich baue gerade Holz ab. Ich wollte mal wieder Stein farmen, weil das wird bei mir mal wieder eng. Kann ich eigentlich? Bestimmt. Nee, kannst du nicht. Doch, das kann ich. Zeig's dir gleich mal, wenn ich ihn raushole. Oh, jetzt hab ich Scheiße gelohnt. Du hast ihn beinahe rausgeholt, ja, stimmt. Beinahe hätte es geklappt. Oh, der kleine Sprung reicht fast. Okay, er reicht auf mein Haus zu kommen, okay. Ich muss erstmal hier alles zumachen bei mir. Damit kein Arsch mehr reinkommt. Keiner von euch. Ich habe heute eine Kanalbewertung bekommen. Mhm. Von meinem eigenen Netzwerk. Und? Raus! Ich bin ja in einem großen deutschen Netzwerk, was ich nicht so öffentlich kundgeben darf. Auf jeden Fall habe ich eine Kanalbewertung bekommen. Und? Naja, also die schließen, glaube ich, auch. Die gucken auf die Apfelernte und sagen, wie die Erdbeeren waren dieses Jahr. Und wie waren die Erdbeeren? Also es ist so ein bisschen so, okay, und habt ihr dann auch meinen Kanal angeguckt oder wart ihr nur bei den anderen? Ach, Goro. Also es war schon witzig, das so zu lesen, aber es war auch vieles so, okay, gut, ja. Halt die Schnauze. Aber ich muss auf jeden Fall mehr Call to Action machen. Also abonnieren, favorisieren, liken, teilt es auch auf YouTube. Wie ist das denn dann? Gucken die sich echt Videos an? Ich weiß das ja. Also es ist aufgefallen, dass ich kein Intro habe und sowas. Und ach so, auch kein Outro. Achso, das ist gut. Nicht. Was? Das, was ich jetzt mit Minecraft mache, ist perfekt für die. Nee, die Folge ist zu lang. Ach so. Ne? Also das ist 12 Minuten lang. Nur. Ja, gerne kürzer noch. Also weil so ein Video ist ja auch kürzer, ne? 10 Minuten 30, damit du die gute Werbung noch schalten kannst. Nee, 5 genau. Gott, ey. So ungefähr. Es ist schon wirklich ziemlich krass gewesen. Und Thumbnails, die waren ganz schlecht. Also, ja, natürlich. Weil du machst dein Gesicht nicht auf die Thumbnails. Ja. Screenshots sind nicht gut genug, sagen wir. Nein, du musst alles aus Google Bilder klauen und da drauf klatschen. Genau, und am doch besten noch halt Titten. Von großen YouTubern und Titten. Ach, die Leute. Oh, Lars. Naja, auf jeden Fall da eine Kanalbewertung bekommen. Jetzt sind 6 durchgefallen. Na, es war moderat. Ich hatte irgendwie, was positiv angemerkt wurde, war, dass ich Playlisten führe. Ach süß.
Die fühlen sich ja auch so stressig, weil man die ja nur einmal einrichten muss. Das wissen die vielleicht nicht. Psst, nicht Nevias, verrat er das nicht. Muss mal eben eine Mail schreiben. Wie ist die Lage? Oh, wie ist die Lage? Ich hab noch was zu klären. Oh, ja. Ihr habt da so einen Kaffeebecher im Netzwerk. Nee, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da bald raus bin. Krass. Nein, Quatsch. Also es ist ja... Hat also, er nicht gesagt. Okay, hoffe ich doch. Na, ich weiß nicht. Also es ist... Wir piepsen alles weg, was negativ auffällt. Genau. Ich habe ja keinen Namen genannt, deswegen brauche ich da auch nicht Angst nee. Haben. Oder? Nein! Oh. Und dass ich unzufrieden bin, das muss man ja nicht als Geheimnis machen, oder? Wenn ich den Namen sage, hast du es nicht getan, ne? Nee, das ist richtig. Aber ich darf aber auch mit keinem darüber reden, eigentlich. Mit wen hast du denn darüber geredet? Mit euch. Mit und wem? Den Zuschauern. Hä? Stimmt doch gar nicht. Ach so, ich hab ja noch. Wo sind die? Die hab ich doch von Nevias. Naja, bis er die nächste Bewertung kriegt, sind es 1000 Jahre vergangen, da ist das Video schon wieder verschwunden. Das stimmt. Wenn es überhaupt noch eine Bewertung gibt. Hab mich oh nein! Oh, das Hühnchen ist gestorben. Oh nein. Ich hab mir auch gerade ein paar Hühnchen gezüchtet. Max! Genau. Wow, Lava, sick! Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich brauch Essen. Wie ist das, Guru? Darf ich Dinge scannen? Klar. Es macht mich nicht stärker. Ja, dann darfst du Dinge scannen. Ich laufe mal in den Zauberwald. Wenn der Server abschmiert, ist es nicht meine Schuld, ne? Der Server ist schon ewig nicht mehr abgebraucht. Abgeraucht, so. Abgebraucht. War ja auch nur eure Schuld. Nee. Genau. Da erzählt man so eine Magier-Konferenz. Ja. Dieser Guru und dieser Nevias, ey. Ach so, wann nehmt ihr wieder normale Folgen auf? Jetzt geht dich gar nichts an. Ich möchte gerne ein bisschen fordern. Ich werde euch auch nicht töten, versprochen. Das wir sind übrigens für die Einführung der Regel, dass diese Blood Magic-Kacke verboten gehört. Ja, genau. Nein, nicht Blood Magic-Kacke soll verboten werden. Explosionskacke, diese One-Hit-Kills. Der One-Hit-Kill soll verboten werden. Das ist kein One-Hit-Kill. Weil das Problem am One-Hit-Kill ist... Das ist kein One-Hit-Kill. Ja, aber no offense, aber One-Hit-Kills will sich auch keiner angucken. Das sind ja nicht One-Hit-Kills. Ich habe bestimmt viermal draufgehauen. Ja, aber du spammst das, dann wirkt es wie ein One-Hit-Kill, das meinen wir. Ja, das stimmt. Ja, siehst du? Verrate euch nichts, wo ich gerade bin. Ah, ich bin gleich wieder da. Ich sehe dich, Lobby. Ich sehe euch, ich brauche auch wieder Kohle. Ach Mann. Ach, Manu. Ach nein. Nee. Komm, so roter Strahl. Ich bin wieder da. So schnell? Wie? Ja, ich muss nochmal zur Tür gehen. Und ich wohne ja nicht in einer YouTube-Villa, so wie du, Lovius. Ja. Ja. Was? Dieses Ja. Ja, ich wohne ja nicht in einer YouTube-Villa, so wie du. Ja. Jetzt hör doch mich so zu machen. So, ich gebe dir vollkommen recht. Du Kack-Noob. Ich Kack-Noob? Nein. Ich sein töten dich. Also, nee, also ich finde, die One-Hit-Kills sind echt. Und auch wenn du spammst, halt, du tötest den Gegner ja mit einem Schlag. Das bringt dir zwar einen Win. Oh nein. Oh, das ist total langweilig in der Folge. Warte. Oh. Ja, jetzt. Die Duelle mit Manus und weil Anne, die Duelle nur 2 Sekunden gehen, das ist langweilig. Genau, die waren viel besser als das Duell mit Agipi. Ja, er hat sich auch selbst in die Luft gejagt. Ja, aber angenommen, er hätte sich nicht selbst in die Luft gejagt, dann hätte er mich in die Luft gejagt. Und das Duell wäre trotzdem nach 4 Sekunden zu Ende gewesen. Er hat sich jetzt auch erstmal so eine Kugel gemacht, damit er diese Bomben wegschießen kann. Aber damit zerstört er ja die Welt. Und im Duell ist das eh verboten von den Regeln her. Was, die Welt zu zerstören? Ja, generell so Sachen, die was zerstören, sind im Duell verboten. Okay. Echt? Ja. Wussten wir das? Ja, wieso? Wir haben doch nichts zerstört bisher, aber wir wissen es auch und wir wussten es auch nicht, sagen wir es mal so. Das,
Leben von Anne zerstört. Da stand irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was drin stand. Der Angreifer bzw. Verteidiger darf nicht Items benutzen, die was zerstören. Irgendwie ja, aber so der Blast Damage ist ja eh weg. Also die Blast Zerstörung, Explosion zerstören ja eh nichts. Nein. Bei diesem Blood Magic nicht. Mit, da hast du ja ein Skelett. Also hast du dein Dorf in die Luft gejagt, als du mich getötet hast, oder was? Nein, das ist ja gar was ganz anderes. Ich rede jetzt von Basti sein, was er sich gemacht hat mit diesem Skelettkopf. Aha. Ist da ein Unterschied? Erzähl mir. Ja. Ich erzähl. Ja, genau. Ja, von mir aus kann ich euch das gerne erzählen, aber. So. Und was sagt der Basti dazu? Ich hab's ihm geschrieben, ich hoffe, er hat's gelesen. Wenn nicht, dann. Ja. Dann schreit er dich wieder an. Lobio! So wie letztes Mal, als du ihn achtmal gekillt hast. Und ich dann so. Da, da. Nein! Ich war das nicht. So, jetzt erstmal wieder nach Hause. Ich hoffe, ich hab genug was fressen gekriegt. Mein Zauberstab ist sogar Helgo. Weil er mir ein Duell gewonnen hat? Erstmal das. Und ich laufe hier gerade so in der Höhle und sammle hier so. Am besten hätte ich Dirt mitnehmen sollen, weil dann hätte ich mir ganz viel Stein einfach so easy mitnehmen müssen und durch Erde austauschen können. Aber wenn ich damit Kohle anbaue, kriege ich die Kohle direkt so ins Kohle. Kriege ich die Kohle so direkt ins Inventar gesteckt. Das ist voll toll. Ich bin gleich zu Hause. Ich hab überall Hühnchen. Chicken. Ich hab hier überall Lava. Hm. Muss erstmal Nephias so. Kürbissamen pflanzen, die er mir gegeben hat. Hat er dir die gegeben? Hat er im Rucksack, glaube ich, gehabt. Na dann, Nephias, wa? Ja. Gut, dass er nicht weiß, was ich damit gemacht hat. Ah! Oh. Waren gar keine Kürbissamen. Zombie kommt, sehr gut. Oh, oh. Waren seine eigenen, ne? Haben die Vanille geschmackt? Leck mal dran. Warte, ich hol sie mal kurz. Oh, jetzt leckt er dran. Ich kann nicht mehr sprinten, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich da bin. Wieso kannst du nicht mehr sprinten? Weil ich Hunger habe. Aber dann bringt das ja auch nichts, wenn du jetzt Kürbisse pflanzt, weil die bringen dir kein Essen. Doch, plus Eier bringen die mir was. Plus was? Plus Eier und Zucker bringen die mir was. Ja, ein Kuchen. Kürbiskuchen. Stimmt das? Ja. Ich hab noch nie einen Kuchen gebacken in Minecraft. Der Kürbiskuchen ist easy, es gibt noch einen. Halt den, den du planten kannst. Na, diesen Scheißkuchen mit Milch. Ja. Wie gesagt, ich hab noch nie einen Kuchen gebacken in Minecraft. Dafür brauche ich eine Kuh. Aber scheiße, ich muss mich heilen. Ja. Bin am Strip-Mine und... Da gibt es jetzt gerade so einen Lava-Einbruch und ich brenne. Da legt er mir die Silk-Touch-Spitzhacke ins Inventar, weißt du? Natürlich will ich die ganzen. Ja. Ich glaube, ich habe noch irgendwo. Nein, habe ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr. Okay. Ich brauche wieder Kohle. Warte mal, dann bin ich blöd, wenn ich das jetzt so mache. Ich glaube, ich sehe Gorus Rip-Mine-Tunnel. Was glaubst du? Auf der Map. Aber ich bin Hammer-Team. Bist du sicher, dass das der ist? Ich bin auf Höhe 13. Ich bin auf Höhe 8. Ich auf 9. Oder warte? Ja, Höhe 13 bin ich. Und ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder tote Menschen. So, ich dachte, du hast gehört, wie ich die Dias eingesammelt habe. Ding, ding, ding! In meinen Augen hat es geklimpert. Kling, kling. Sag mal, Nephias. Es sind 19 Minuten rum. Wollte gerade sagen. Ja. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Das hat so wie Anne und Angel gesagt. Wir bleiben jetzt nicht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss jetzt die Pizza aus dem Ofen holen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Das oder wir gerne Pokémon länger machen. Dann, ne? Bei Pokémon. Schaut bei Nephias am besten vorbei. Und natürlich Pokémon. Bei Lobis und mir. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Leute.